Hallo und willkommen zurück bei On the Table mit meinem Great Imperial Gamillas Astro Fleet Gelvades Class Astro Battleship Carrier Darold. So. Ein letztes Mal mit diesem elendig langen Namen. Er ist fertig und ja, ich bin absolut nicht zufrieden damit. Liegt nicht am Modell, sondern also ja, da habe ich alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. Halt angefangen, wie gesagt, bei dem Putty, bei dieser Füllmasse. Da hätte man noch ein bisschen mehr runterschleifen müssen. Eventuell ja halt runterschleifen, wieder drauf, wieder runter, damit man halt tatsächlich so ein bisschen sieht, wo da richtig reingefüllt wird. Das sieht man halt tatsächlich nicht so wirklich gut, wenn man einmal drauf macht, das halt runterschleift und ja, dann einfach nur mit einer Fingerprobe, ob das halt halbwegs glatt ist. Also die Finger, die betrügen da einen echt. Man müsste im Prinzip tatsächlich irgendwie einmal dann dünn grundieren, nochmal gucken, nachschleifen, nochmal dünn grundieren, damit man überhaupt irgendwie sieht, wo da noch Probleme sind. Als zweites Problem, was ich halt hatte, waren die Decals und auch das Panel Lining. Normalerweise bei meinem Gundam-Modell mache ich es ja eigentlich so, wenn es soweit fertig ist, mache ich ja dann ja halt diesen Schutzlack drauf, diesen Clearcoat in glänzend. Das habe ich da jetzt halt nicht gemacht, weil ich gedacht hatte, naja gut, so viel ist es ja nicht, was jetzt halt an Decals ist und die Panel Lines, das geht halt auch ohne. Ja, weit gefehlt. Panel Lines geht halt auch halbwegs ohne. Damit hatte ich jetzt weniger das Problem. Aber bei den Decals, ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich an dem fehlenden Lack halt liegt oder an den Decals selber. Normalerweise gehören dann hier aufs Deck halt noch welche, die hatte ich dann drauf gehabt. Nur die wurden dann sofort, ja, da gibt es halt diesen Effekt von dem Nachsilbern, sodass halt die Decals, die eigentlich transparent sind, dass dann die Folie irgendwie ja so ein bisschen silbern halt wird und dann sehen die halt extrem scheiße aus. Das ist auf dem Deck passiert, deswegen ist da momentan gar nichts drauf. Da gehören eigentlich auch noch diese Striche für die Landebahnen halt hin. Die habe ich komplett weggelassen. Die hielten nicht. Und halt, was man jetzt auch vom Silbern halt sieht. Ich guck mal gerade, ob ich das einfangen kann. Hier, also. Na komm. Mach mal Fokus. Fokus. So. Also man sieht sehr stark das Decal. Und ja, das ist halt auf dem Deck noch extremer gewesen. Da hat man das Decal eigentlich fast gar nicht gesehen, da hat man nur noch irgendwie Silber gesehen. Und bei einem weißen Decal, beziehungsweise halt bei so einer weißen Beschriftung, wo dann im Hintergrund alles Silber ist, erkennt man dann halt gar nichts mehr. Ich konnte es Gott sei Dank irgendwie noch runterbekommen. Also, wie gesagt, ich nehme stark an, es lag teilweise halt an meiner fehlenden Schutzlack, teilweise halt auch an meinem an den Decals, weil die klebten einfach nicht. Hab noch nie so schlecht klebende Decals dann gesehen. Ja. Ansonsten, ja, Panel Lining, das war jetzt hier alles mehr oder weniger ein Wash. Also noch ein paar Staub oder sonst irgendwie was. Also wie gesagt, da ist einiges hier schief gelaufen. Man sieht es halt hier vorne. Da habe ich halt mit der Spachtelmasse da zugelangt. Und ja, man sieht halt trotzdem immer noch diese Linie. Das sollte eigentlich gar nicht da sein. Ist halt jetzt die Frage, lässt man dann halt sowas offen oder versucht man es zu schließen? Ich hätte es halt besser offen lassen sollen, das Ganze als irgendwie als Panel-Line irgendwie. Ja, zu tarnen. Ja, hier in diesem Triebwerksschacht oder was auch immer das darstellen soll, so gehörten eigentlich auch Decals rein, aber die waren beim Anlegen eigentlich schon fast zerbrochen gewesen. Wie gesagt, nicht so der Bringer, was halt die Decals angeht.
Ansonsten, naja, es geht halt. Aus der Entfernung auf jeden Fall geht es soweit. Nur wenn man halt näher rangeht, sieht man dann halt schon, wo da die Probleme halt sind. Jetzt hier auch bei diesem kleinen hier, bei diesem, ja, eigentlich dieser Untertassensektion, würde man jetzt dabei Star Trek halt sagen. Das habe ich dann auch noch ein bisschen hier gemacht. Das geht an für sich. Farbe ist vielleicht etwas dunkel geworden, was teilweise halt auch an dem Wash halt liegt, aber naja. Ich werde dann jetzt erstmal, denke ich, mich weiter mit in Gundams beschäftigen. Vielleicht irgendwie, ja, mal ab und zu nochmal hier so ein Yamato-Modell irgendwie mir anschaffen. Eigentlich hatte ich jetzt eher vorgehabt, das öfters irgendwie zu machen, aber ich muss da noch ein bisschen dran üben. Und da übt man halt am besten an Sachen, die man irgendwie schon kennt. Und ja, also das wird jetzt erstmal alleine irgendwo stehen. Die restliche Flotte kommt dann irgendwie nach und nach. Aber kann halt ein bisschen dauern. Puh, was ist sonst noch irgendwie zu sagen? Ja, keine Ahnung. Eigentlich hatte ich auch alles schon beim letzten Mal gesagt. Es ist halt kein reines Snap-Fit-Modell gewesen, sondern man musste halt tatsächlich schon ein bisschen kleben. Man müsste halt mal gucken, ob man dann tatsächlich alles klebt oder teilweise ja, nur einzelne Sachen, wie jetzt da hier an den Geschützen, die sind auf jeden Fall irgendwie geklebt. Muss man mal gucken. Also ich habe jetzt da halt wirklich fast alles geklebt, bis auf ja, hier das. Das ist eigentlich jetzt nur drauf gesteckt. Das hält momentan wegen der ganzen Farbe ganz gut. Ich bekomme es also so nicht raus. Wo habe ich denn das Deckmodul? Das müsste ich doch auch noch hier irgendwo rumfliegen haben. Ach da. Also das da, also man könnte es eigentlich austauschen, aber ich bekomme es halt nicht raus und ich will da auch nicht mit irgendeinem Messer oder sonst irgendwie was da dran rumschnippeln und sonstigen Kram noch verkratzen. Ja, ich denke mal, so viel zu dem Modell. Ich kann es leider nicht auf den Drehteller machen, weil es ist ein bisschen lang. Und entweder stößt es dann irgendwie hinten an oder es ist halt nicht vollständig im Bild. Insofern habe ich es jetzt einfach mal so stehen gelassen. Ich hoffe, das macht nichts. Das da ist sowieso die Schokoladenseite. Die andere Seite sieht noch schlimmer aus. Da sind halt wirklich, ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Da irgendwelche richtigen Knubbel da drin. Und ja, also ich bin nicht wirklich zufrieden damit. Mal gucken, was man damit irgendwie noch machen kann. Vielleicht kann man da noch ein bisschen was retten oder ja, wenn gar nicht mehr alles, gar nichts mehr geht, dann werde ich es irgendwann vielleicht mal versuchen, die Farbe darunter zu bekommen. Da gibt es ja irgendwie so lustige Mittelchen wie irgendwie Backofenreiniger, die Farbe da irgendwie auflösen soll. Habe ich noch nie probiert. Ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwie damit mache. Sind halt dann doch hier irgendwie so ein paar filigrane Teile, die halt dran geklebt sind. Oder ob ich mir einfach dann das Modell nochmal kaufen soll. Deswegen aus Erfahrung wird man klug und ja, man wächst an den gestellten Aufgaben. Wie gesagt, das war jetzt halt so auch das erste Mal, wo ich mit diesem Putty gearbeitet hatte, wo ich es auch verdünnt hatte. Man soll es auf jeden Fall irgendwie am besten verdünnen. Vielleicht will ich mir auch irgendwie was anderes halt anschaffen, was man tatsächlich richtig gut mit dem Pinsel verstreichen kann. Mal schauen. Also ich hatte es jetzt mit Universalverdünner verdünnt und dann mit dem Pinsel gestrichen. Das ging ganz gut, aber wie gesagt, da müsste man tatsächlich dann doch mehr runterfeilen, dann halt einmal kurz grundieren, um zu sehen, ob dann, ob es tatsächlich glatt ist und dann eventuell ja, noch mehr feilen, beziehungsweise halt noch mehr Putty drauf machen und dann das Ganze halt richtig grundieren.
Aber naja, jetzt weiß ich das in ungefähr. Ich weiß nicht, ob ich dann so viel jetzt mit dieser Ausgleichsmasse arbeiten werde. Alles halt mal schauen. Gut, das war's für diese Folge. Ein bisschen kürzer als gewohnt. Aber ich habe halt da nicht allzu viel zu sagen. Ich bin da nicht wirklich begeistert zum dritten Mal. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt dann wieder mit einem Gundam. Weiß noch nicht mit was. Also bis dann.